Versuch nicht, mich zu verarschen, Schweinebacke. Oh. Welcher Tag ist heute? Der 2. Februar. Der Murmeltiertag. Super, Jungs, ihr habt das Band von gestern laufen. Naja, weil wir so einen Schneesturm kriegen. Oh, so ein Schneesturm-Dingsbums. Schneesturm-Dingsbums. Oh, und hier kommt schon der Wetterbericht. Die Meteorologen prophezeien ein großes Schneesturm-Dings. Ja, sag ich doch. Aber es gibt noch einen Grund, warum der heutige Tag besonders aufregend ist. Und ganz besonders kalt. Ganz besonders kalt, okay. Aber die große Frage, die jeder auf den Lippen hat, den eingefetteten... Auf den Fettlippen. Na, meinetwegen. Glaubt ihr, dass Phil rauskommen wird und seine Schatten sieht? Oh, Punks ist auch nicht Phil. Genau der, euer Murmeltier-Murmler. Denn heute ist... Murmeltiertag! Steht schon auf hier drüben, passen und lauft los, um dem Murmler da draußen was zu murmeln. Macht schon, Kinder! Was zum Teufel? Morgen! Na, wollen Sie sich das Murmeltier ansehen? Ja. Glauben Sie, dass wir einen frühen Frühling kriegen? Haben wir das nicht schon gestern gemacht? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Versuch nicht, mich zu verarschen, Schweinebacke. Oh. Welcher Tag ist heute? Der 2. Februar. Der Murmeltiertag. Ja, ist klar. Wissen Sie, ich habe gedacht, der war gestern. Oh. Haben Sie gut geschlafen, Mr. Connors? Ob ich gut geschlafen habe? Möchten Sie etwas Kaffee? Ja, bitte. Ich schätze, ich nehme einen doppelten. Ich hoffe, Sie haben Spaß bei den Festlichkeiten. Es heißt, es gibt einen Schneesturm. Haben Sie manchmal Déjà-vus, Mrs. Lancaster? Ich glaube nicht, aber ich könnte ja in der Küche nachfragen. Nein, schon gut. Danke. Werden Sie heute abreisen, Mr. Connors? Die Abreisewahrscheinlichkeit liegt bei 80%. 75, 80. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie, wo die alle hinwollen? Zum Gobblersnob. Heute ist Murmeltiertag. Der findet doch nur einmal im Jahr statt, oder? Phil? Phil? Hey! Ha! Phil Connors! Dachte ich mir doch, dass du das bist! Oh Mann, Phil Connors! Also jetzt sag bloß nicht, dass du nicht mehr weißt, wer ich bin, weil ich nämlich Gott sei's getrommelt genau weiß, wer du bist. Also? Ned Ryerson? Bing! Oh, beim ersten Versuch gleich mitten ins Schwarze. Und? Wie geht's dir denn immer, altes Haus? Weißt du, um ganz ehrlich zu sein, Neddy, ich fühle mich nicht besonders wohl. Entschuldigst du mich bitte? Merkwürdig, dass du auf deine Gesundheit zu sprechen kommst, weil du nie erraten wirst, was ich jetzt tue. Verkaufst Versicherungen? Ha! Oh, Bing, das ist dein Ding! Du bist ja schwerstens auf Zack heute. Hast du eine Lebensversicherung, Phil? Selbst wenn, ein bisschen mehr kann niemals schaden. Richtig? Haha, ich meine, ist doch so. Aber soll ich dir mal was sagen? Also, ich habe so ein Gefühl, du hast gar keine. Habe ich recht oder habe ich recht? Oder habe ich recht? Habe ich recht? Ich muss jetzt weiter. Recht. Phil! Pass bei deinem ersten Schritt auf, der ist ein Reinfall.